Mama, hör bitte endlich auf! Ich will nichts mehr darüber hören! Figlio mio, Giovanni, mein Junge. Ich bitte dich, bleib hier bei uns zu Hause. Glaube mir doch, Deutschland ist nicht gut für dich, das wird ein Unglück. Mama, ein Mann gehört zu seiner Frau. Warum wollt ihr dann nicht hier bei uns leben? Wir haben Platz genug, auch für eure Kinder. Ich würde mich gern um sie kümmern. Und ihr könntet auch das Geschäft übernehmen, an der Piazza San Marco. Bitte, Mama, wir haben tausendmal darüber gesprochen. Giovanni, überleg es dir nochmal. Wenn du ins Ausland gehst, wird dir das kein Glück bringen. Du gehörst doch hierher. Deine Familie gehört hierher, zu uns nach Venedig. Hier lebst du, hier lebt Papa. Wir leben unser Leben. Basta! Alles kommt, um zu gehen. Er, der bleibt, gibt uns die Hoffnung, zurückzukehren ins Leben. Unsere Wege sind steinig, voll Dornen und Zweifel. Immer wieder sind wir nahe daran, unseren Glauben zu verlieren. An ihn, die Menschen neben uns, an uns selbst. Quälende Fragen bedrängen uns, rauben uns den Schlaf und den Seelenfrieden. Warum lässt er uns allein in all unserer Trauer? Warum entschuldigen Sie, dass ich so spät kommen konnte. Schickt uns die Hölle. Aber Sie wissen ja die Besprechung. Ich glaube, es hat sich alles gelohnt für uns. Wo ist dann die Hand, die den Verzweifelten hält auf seinem Weg? Fragen, für die es keine Antwort gibt, die jede Vernunft sinnlos machen, für die es nur eine Antwort gibt, gleichsam ein Echo, tief in uns, die Liebe, der allein wir vertrauen, uns anvertrauen können und dürfen, wenn wir sie wagen. Ein aufrichtiges Bein. Dottore Reuter, Sie hat Giovanni gut gekannt. Mein aufrichtiges Bein. Und entschuldigen Sie, dass ich so spät gekommen bin. Ich finde es unverzeihlich. Entschuldigen Sie, Contessa, aber ich hatte sehr viele Termine in dieser kurzen Zeit. Und Sie werden mit dem geschäftlichen Ergebnis zufrieden sein. Trotzdem bleibt es unverzeihlich.
guten Flug. Und dir auch, ja? Tschüss, Wiederschauen. Drei Wochen, Misha. Nur für die Ferien. Sobald ich hier alles erledigt habe, hole ich dich zurück. Es geht nicht anders. Wir haben doch schon so oft darüber gesprochen. Schon gut, Mami. Wir müssen jetzt ganz stark sein. Beide. Schaffen wir das? Wir schaffen es. Zu mir nach Venedig. Da wird es dir sehr gefallen. Du wirst dort ganz bestimmt sehr glücklich sein. Ich gehe mit dir überall dorthin, wo ich auch mit deinem Vater war. Guck mal, da ist er. Den habe ich jetzt die ganze Zeit bei mir. Ja, Mikkel. Auf dem Herzen und in deinem Herzen. Onkel Luigi, ist das nicht toll? Mhm. Wenn dein Vater dich so sehen könnte, wäre er bestimmt stolz auf dich. Schade, dass er zu mir Gott musste. Ja, weißt du, Misha, da oben, da wird dein Vater außerordentlich dringend gebraucht. Warum? Warum gerade mein Papa? Ganz einfach. Weil dein Vater der Einzige ist, der da oben alles wieder in Ordnung bringen kann, was die Menschen hier unten auf der Erde alles falsch machen in ihrer Dummheit. Und das macht er? Aber gewiss, dein Vater ist jetzt ein Engel. Ein sehr wichtiger und bedeutender Engel. Und von da oben kann er dich auch sehen, dich beobachten, dich bewachen und dich beschützen. Federico, Michele, wir müssen gehen. Ja. Auf Wiedersehen, Mami. Tschüss, Mischa, bis bald. Ich bin ja bald wieder da, Mami. Komm, Michele, wir müssen. Sei unbesorgt, Eva. Ich kümmere mich um ihn. Viel Glück. Danke. Kann ich gebrauchen. Ist das deine Tasche? Mhm. Ciao. Ciao. Tut mir leid. Ich hab's gelesen, Ihr Mann. Ja. Mein Beileid. Trotzdem, da sind schon wieder zwei Forderungen. Firma.
Schutti, Verona. Und von Fratelli Volaminese einmal 14.811 Mark 19 und bei Volaminese 12.408 Mark inklusive Gebühren und Verzugszinsen. So viel haben Sie nicht, hm? Ja, führt kein Weg dran vorbei, ich muss die Ware sicherstellen. Wie konnten denn auch auf Däubel komm raus Ware bestellen, wenn Sie total überschuldet sind? Das ist doch abenteuerlich. Wir hatten doch immer noch gehofft, dass Sie im Lotto gewinnen, oder was? Ledersessel von Fournier. Brokat. Acryl. Alles vom Feinsten. Dazu braucht man Erfahrung. Einen festen Kundenstamm, freies Kapital, jede Menge Rücklagen und vor allem ein Laden in einer anderen Straße. Hier kann man noch eine Pleite gehen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Acryl. Die Porzellansets müssen noch alle sechs da sein. Das ist unfassbar, sowas. Die Volaminese-Lampen, die Sie suchen, stehen da hinten. In der Kasse ist natürlich auch nichts. So leid es mir tut, ich muss irgendein Regal oder den Tisch. Aber das ist doch auch alles noch nicht abbezahlt. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Naja, lassen wir es erstmal dabei. Sie wissen, dass Sie von der sichergestellten Ware nichts verkaufen dürfen? Ja, natürlich. Vorhin zufällig. Kommen Sie, ich hatte hier im Hause zu tun. Sie können sich denken, warum ich hier bin, ne? Darf ich Ihnen was anbieten? Nee, lassen Sie mal. Also ich komme lieber gleich zur Sache. Das ist so meine Art. Nicht korrekt, aber deutlich. Also Klartext. Sie sind seit 2 Monaten mit der Miete im Rückstand. Herr Pohl, mein Mann. Ja, das weiß ich ja alles. Tut mir auch leid für Sie, ehrlich. Ich bin doch kein Unmensch. Aber ich muss ja auch zurechtkommen. Meine Unkosten laufen weiter und können sich ja gar nicht vorstellen, was da alles zusammenkommt. Also wenn das Geld bis Ultimo nicht auf dem Konto ist, dann kommt die Kündigung fristlos. Da müssen wir uns überhaupt nicht vormachen. Mein Gott, ich kann es mir doch auch nicht aus den Rippen schneiden. Ich wundere ja nur, dass das alles nicht schon viel früher so gekommen ist. Was wollen Sie damit sagen? Naja, also Ihr Mann, der war immer sehr nett, sehr freundlich, also typisch Italiener. Aber Geschäftsmann war er keiner. Herr Pohl, bitte nichts gegen meinen Mann. Ich sag doch gar nicht. Ich sag doch nur, dass er trotz seiner braunen Augen ziemlich blauäugig war. Sonst würden Sie jetzt nicht hier so in der Ecke stehen. Aber das ist ja nicht mein Bier. Also, denn bis Ultimo, ne? Ich wünsche, dass Sie wieder auf die Füße kommen. Alles Gute. Mal sitzt jeder in der Pfütze. Also nicht für ungut. Wieder, wenn ich in Berlin bin? Na klar, wenn ich Urlaub, ich meine, wenn ich Ferien habe. Vielleicht komme ich auch mal geschäftlich nach Berlin. Weißt du, ich würde da gern bald wieder hierher kommen. Aber ich kann die Mami nicht so lang allein lassen. Das verstehe ich. So, jetzt probier's nochmal.
ist schon was Tolles. Aber wenn man hier einmal richtig Gas gibt, sitzt man im Wasser. Ein Auto in Venedig ist doof. Hör mal, weißt du, wie teuer der Wagen war? Teure Dinge sind oft sehr doof. Weißt du, in Berlin durfte ich am Wochenende immer auf einen Reiterhof mit Mami und Papi, als er noch bei uns war. Gibt's hier keine Pferde? Schon, am Lido. Aber das sind große Pferde. Dafür bist du noch ein bisschen zu klein. Ich hab schon mal einen Araber geritten. Der ist Rie. Rie? Das ist ein ganz berühmter Name. So hieß doch das Pferd von Old Shatterhand. Na, genau. Misha, gefällt dir das Auto nicht? Doch schon. Man kann aber hier nicht richtig fahren. Ich mag auch lieber Pferde. Genau wie dein Vater. Auch er hat Pferde geliebt und war ein guter Reiter. Er war ein großer Springreiter und hat viele Turniere gewonnen. Da war Giovanni 14. 13. Wie auch immer, das ist kaum ein Unterschied. Außerdem geht das nur mich und Michele etwas an. Ich möchte ihm gerne eine Freude machen. An seinem ersten Schultag in Venedig. Buongiorno, Contessa de Conti. Buongiorno. Buongiorno. Ihr Besuch ist eine hohe Ehre. Ich darf mich auch für Ihre großzügige Spende bedanken. Direttore, sprechen wir nicht über Selbstverständlichkeiten. Ich weiß, dass Ihre Schule ab und zu eine finanzielle Zuwendung sehr gut gebrauchen kann. Das ist mein Enkel, Michele de Conti. Freut mich, dich kennenzulernen, Michele. Hast du dich bei uns schon ein wenig umgesehen? Soll ich vielleicht Dottore Tomasi etwas herumführen oder dich mit deinen Klassenkameraden bekannt machen? Nein. Warum nicht? Wir werden uns schon aneinander gewöhnen. Ich bin dein Klassenlehrer. Er ist ein guter Lehrer, Michele. Ich bin überzeugt, du wirst dich rasch bei uns einleben und bald viele Freunde hier haben. Aber ja, das glaube ich auch. Bestimmt, Contessa. Ich möchte hier nicht zur Schule gehen. Ich will in Berlin zur Schule. Michele, das hier ist die beste Schule von Venedig. Weißt du, wer auch auf dieser Schule war? Dein Vater. Schau mal her. Das hier war seine alte Schulmütze, die hat er damals immer getragen. Häuptling, ich muss am Montag für eine Weile weg. Ist doch nicht schlimm. Ich fahre auch nächste Woche. Freust du dich, wenn du wieder nach Hause kommst? Na klar, dann habe ich meine Mami wieder. Dann bummeln wir über den Kudamm und essen Eis. Kennst du den Kudamm? Michele, mein kleiner Engel, ich habe was ganz Besonderes für dich. Was denn, Opa? Komm, schau es dir an. Hopp. Es wird dir bestimmt gefallen. Oh, super. Alles genauso, wie dein Vater es auch hatte. Schön. Ist ja richtig toll. Und hier kommt noch was. Passt. Danke, Oma. Ist ja super. Willst du mir bitte erklären, was das eben sollte? Wie kannst du den Jungen so etwas fragen? Wie kannst du ihn fragen, ob er sich auf zu Hause freut? Tante Carla, auch wenn du es nicht hören möchtest, ich finde, ihr solltet ihn nach Hause zu seiner Mutter fahren lassen. Was du denkst, ist vollkommen unwichtig. Behalte deine Meinung für dich. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Ich habe ein Recht, meine Meinung zu sagen. Als Mitglied unserer Familie hast du vor allem Pflichten. Vergiss das bitte nicht. Ich bin sein Onkel. Sein Freund. Der Junge hängt an mir. Wir an dir auch. Wir haben dich gern. Aber du hast dich nach meinen Wünschen zu richten. Muss ich dich daran erinnern, dass wir dich wie einen Sohn aufgenommen haben. Nicht nur in die Familie, sondern auch in unser Unternehmen. Dafür bin ich euch dankbar. Trotzdem, ich finde es unverantwortlich, dass du Michele und... Ich wünsche keine Diskussion über dieses Thema. Diskutieren kannst du mit deinen Eltern. Bei uns hast du dich zu fügen. Genau wie in der Firma. Jedenfalls, solange ich den Vorsitz im Aufsichtsrat habe.
Antwort mich überrascht. Das sind da mindestens, sag mal. 11 Jahre. 11 Jahre? Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Da waren wir ja fast noch Kinder. Freut mich aber, dass du das noch so genau weißt. Vor 11 Jahren habe ich Giovanni kennengelernt. Am 4. April. Mhm. Von mich abserviert, was ich bis heute nicht verbunden habe. Ja, und nicht verstanden. Er hat alles für mich aufgegeben. Für uns. Aus uns wäre ein Traumpaar geworden. Du würdest mich bloß nicht so lange zappeln lassen dürfen. Dieses ewige Hin und Her und eventuell und vielleicht. Wird mir heute allerdings auch nicht mehr passieren. So viel zur Jugend. Ja, lang, lang ist's her. Aber sag mal, du hast doch was auf dem Herzen. Ja, Kurt. Na los, keine Hemmung. Ich brauche Geld. Viel Geld. Jedenfalls für meine Verhältnisse. $20.000. Damit wäre ich erstmal aus dem Gröbsten raus. Das lässt sich machen, Eva. Kein Thema. Los, von nichts kommt nichts. Jedenfalls im Geschäftsleben. Aller Liebe. Ich strecke dir den Betrag gerne vor. Sei so lieb und schick mir gelegentlich eine Quittung. Und jetzt trinken wir noch einen Schluck. Auf unser Wiedersehen. Keine Widerrede. Ein bisschen gemütlich wie in alten Zeiten. Nee, gemütlicher. Ja, wir sind uns doch nicht unsympathisch. Und jetzt, wo du allein bist, da fehlt dir doch was. Du hast ja nicht mal vom Tod Respekt. Erstmal lebe ich, das würde ich dir auch empfehlen. Du bist ein Schwein. Nein, mein Engel, Realist. Hey, du hast was vergessen. Ja, dich. Ja, bitte? Mami? Hallo, ich bin's. Misha, mein Liebling, wie geht es dir? Gefällt's dir? Ist alles in Ordnung? Du, Mami? Klar, mir geht's gut. Es ist ganz toll hier, aber... Was ist denn aber, Schatz? Ich muss leise sein, die schlafen ja alle schon. Du, Mami? Ja, mein Engel? Freust du dich, wenn ich wieder bei dir bin? Und ob? Riesig freue ich mich. Weißt du was? Wir gehen dann zusammen auf den Kudamm und essen Eis, ja? Darf ich dann wieder bei dir schlafen? Ja, Misha, darfst du. Ein paar Nächte.
Oh, Mami, ich vermisse dich so. Ich dich auch. Ich dich mehr. Ich dich noch mehr. Ich dich noch mehr als mehr. Misha, nächste Woche sind wir ja wieder zusammen. Versprochen? Versprochen. Und wird auch nicht gebrochen? Wird auch nicht gebrochen. Du, Mami, ich soll hier in die Schule gehen. Was? Misha? Hallo? Hallo, Misha? Du telefonierst heimlich. Und mitten in der Nacht. Darüber bin ich aber sehr traurig, Michele. Hast du denn so wenig Vertrauen zu mir? Geh jetzt bitte ins Bett und schlafe. Ich wünsche dir einen schönen Traum. Das alles in einen Rutsch, ja? Ich kann nichts mitnehmen. Na, Prunkstücke sind es ja noch nicht gerade. Die Hälfte davon, die bringt doch gleich auf den Schrottplatz. Aber dann können wir. Heißt die Hälfte, also. Naja. Ja. Kann man nicht so sein. Weil sie jetzt sind. Mama. Drei Mille. Also mehr ist nicht echt. Ist das Ihr letztes Wort? Das allein brauche ich ja schon für die rückständige Miete. Ja, trotzdem hilft alles nichts. Das ist Ende der Fahnenstange, Fräulein. Einverstanden. Nein, Jott, ich habe auch nichts zu verschenken, aber wenn Sie mir so ankicken, dann legt man Honig drauf. Können Sie mir dafür geben? Moment. Ja, mal sehen. Mhm. 6,50. Nee, 30. Was? Sie hat über 3000 Mark gekostet. Ich zahle nur den Goldpreis, aber Sie können ja inserieren. Ich brauche mindestens 800 Mark. Es tut mir leid. Nicht bei mir. Schön. Neunhundertfünfzig. Können Sie rausgeben? Wie lange bleibst du noch in Venedig? Ich nehme den Nachtzug. Übermorgen früh bin ich zurück, mit Mischa. Sag mal, macht es dir wirklich nichts aus, dass wir bei euch wohnen? Dauert ja nicht ewig. Nee, nee, aber so viel Platz habt ihr doch auch nicht. Immerhin seid ihr sechs Leute. Das ist schon in Ordnung. Finde ich hochanständig von dir. So eine WG muss das schon vertragen. Wenn ich dir schon nichts pumpen kann, muss ja wenigstens eine Matratze drin sein. Du bist eine richtige Freundin. Nur übertreib mal nicht, ja? Zu lang geht's ohnehin nicht. Ich meine, mir wär's egal, aber die anderen, die stehen nicht so auf Kinder, weißt du? Fühlen sich beobachtet. Naja, muss man auch irgendwie verstehen. Misha ist nicht neugierig. Darum geht's nicht. Sie können trotzdem nicht tun und lassen, was sie wollen. Hattest du getroffen mit ihnen?
Mach dir darüber mal keine Gedanken. Für eine kurze Zeit ist es schon okay. Ich wüsste wirklich nicht, wo ich sonst bleiben sollte. Ja, ja. Aber sag mal, meinst du nicht, es wäre wirklich besser, den Jungen für eine Weile da unten bei deinen Schwiegereltern zu lassen? Mein Verstand sagt ja. Aber da, da sagt es nein. Ich hab noch Knete wie Heu. Micha braucht mich. Mich seine Oma. Und gerade jetzt. Willst du das nicht ein? Vielleicht sieht der Junge das gar nicht so dramatisch. Es ist so, glaub's mir. Er braucht mich und ich ihn. Kann sein, aber vernünftig ist es nicht. Aber richtig. Wenn du dich da mal nicht irrst. Ich denke mit dem Herzen einer Mutter. Und das denkt nicht vernünftig. Na denn. Viel Glück in Venedig. Grazie. Attenzione, signora. Signora? Kann ich Signore De Conti sprechen? Wen darf ich melden? Eva De Conti, die Schwiegertochter. Sie, subito. Einen Moment bitte, ich muss nachsehen, ob die Herrschaften im Hause sind. Signora, es ist niemand da. Die Familie ist außer Haus. Ich möchte meinen Sohn abholen. Sì, naturalmente. Aber das ist momentan nicht möglich. Scusi, Signora. Wieso das denn? Der Junge hat mich gestern Nacht darum gebeten. Die Familie ist am Meer. Vacanze, Urlaub. Alberoni in... Come si dice? Im Strandhaus. Wann werden Sie zurückerwartet? Non so precisamente. Penso... Vermutlich in 2-3 Tagen. Unmöglich. So lange kann ich nicht hierbleiben. Ich will sofort meinen Jungen sehen. Scusi, aber das geht nicht. Prego, Signora. Sie möchten sich mit Dottore Reuter in Verbindung setzen. Avocato della Familia. Wieso? Perché? Ich weiß nicht. Wo finde ich denn diesen Dr. Reuter? Via Serenissima, Signora. Averso di Canale Grande. In der Kanzlei von Avocato di Tonelli. Arrivederci. Nichts, mein Junge. Anscheinend eine Verrückte. So kann auch nur eine Verrückte klingeln. Hoffentlich lässt Maria sie nicht herein. Keine Angst, Michele. Die bestimmt nicht. Die lassen wir draußen.
Signora Di Conti. Willkommen in Venedig. Danke. Guten Tag. Darf ich Kaffee oder Tee für Sie kommen lassen? Nein, danke. Danke, Renata. Prego, Dottore. Ich hatte ja bereits das Vergnügen. Oh, pardon, Vergnügen ist ein unpassender Ausdruck. Ich wüsste nicht, woher wir uns kennen. Von der Beerdigung Ihres Mannes. Ach ja, Sie waren der, der zu spät kam. Ja, leider. Nochmal mein Beileid. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ich weiß allerdings gar nicht, was ich hier soll. Ich vertrete die Familie De Conti. Das ist mir bekannt. Und? Nun, man hat mich gebeten, mit Ihnen ein vernünftiges Gespräch zu führen. Vernünftig? Worüber? Über das Wohl Ihres Sohnes Michele. Wo ist Misha? Sie haben die Adresse der De Contis in Alberoni? Nicht so schnell, Frau De Conti. Lassen Sie uns bitte vernünftig miteinander reden, wie ich eben schon sagte. Was soll das heißen? Ich will nur zu meinem Kind. Zunächst versichere ich Ihnen, dass der Junge bestens aufgehoben ist. Das will ich hoffen. Was ist hier eigentlich los? Ich fürchte, Sie missverstehen mich. Mich und auch die Interessen der De Contis. Die Adresse bitte. Ich bin nicht befugt, Ihnen den Aufenthaltsort der Familie zu benennen. Ach, so ist das also. Sehen Sie, Herr Doktor, seit mein Mann auf der Intensivstation lag, hat meine Schwiegermutter darauf gedrungen, Misha mit nach Venedig zu nehmen. Als Giovanni dann starb, ließ sie nicht mehr locker. Sie kann mir Misha aber nicht einfach wegnehmen. Ihre Schwiegermutter meint, angesichts ihrer augenblicklichen Situation wäre es vielleicht besser, ein wenn Kind sie gehört zu seiner Mutter. Bedenken Sie doch bitte. Der Junge ist jetzt nach dem plötzlichen Tod seines Vaters verständlicherweise verstört. Wenn nicht sogar geschockt. Da erscheint es mir geradezu als ein Glücksfall, dass er hier, weit weg von der Umgebung, in der ihn alles an die Tragödie erinnern muss, wieder zu sich selbst finden kann. Wie stellen Sie sich das vor? Am Montag sind die Ferien zu Ende. Misha muss in die Schule. Ihre Schwiegereltern haben Michele, soweit ich weiß, in einem erstklassigen Institut angemeldet. Dann hatte Misha recht. Die sind verrückt geworden. Sie können mir erzählen, was Sie wollen. Ich will meinen Jungen, jetzt, hier und heute. Und Sie, Sie sorgen dafür, dass meine Schwiegermutter meinen Sohn herausgibt. Selbstverständlich werde ich die Familie informieren. Wo wollen Sie hin? Zur Polizei. Machen Sie die Angelegenheit nicht noch komplizierter, als sie ohnehin schon ist. Kompliziert? Dass ich nicht lache. Es ist ganz einfach. Ich will mein Kind. Sie kennen doch die De Contis und ihren Einfluss. Und Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit. Recht hat der, der es bekommt. Lassen Sie mich das machen, mit Fingerspitzengefühl. Vielen Dank, aber ich verzichte. Gewöhnlich suche ich meine Freunde nicht bei meinen Feinden. Nötig, Federico. Ich will nur Misha abholen. Wo ist er? Da, wo wir gerade herkommen. In Villa Alberoni. Er ist dort geblieben. Alberoni? Da kann ich ja nur lachen. Ich könnte auch ebenso gut sagen, er ist dort, wo er am besten aufgehoben ist. In der Obhut einer verantwortungsbewussten Erzieherin. Misha hat mich angerufen. Er will zu mir. Offenbar hat er sich's überlegt. Aber so sind nun mal Kinder. Heute so, morgen so. In Alberoni hat es ihm sehr gut gefallen. Er wollte unbedingt noch länger bleiben. Er hatte sehr viel Spaß mit seinem neuen Kindermädchen. Stimmt das? Oh, meine liebe Eva, ich glaube, dass Michele besonders gern in Alberoni ist.
Er genießt die Abwechslung, aber es gibt auch Augenblicke, da vermisst der Junge seine Mutter. Und deshalb wäre es wirklich gut, nicht nur für den Jungen, sondern auch für dich, wenn du dich entschließen könntest, für eine gewisse Zeit zu uns zu kommen und du bei uns leben würdest. Auf die Harmonie kann ich verzichten. Mischa kommt mit mir nach Berlin. Ja, damit du ihn auch totfährst, wie du es mit meinem Sohn gemacht hast. Ich sehe, es gibt nichts mehr zu sagen. Oh nein. Ganz im Gegenteil. Es gäbe sogar noch sehr viel zu sagen. Aber dazu müsstet ihr beide euch mal entschließen, zuzuhören. Was soll das? Du hast recht. Es gibt nichts mehr zu sagen. Dottore Reuter hat dir die Situation ja erklärt. Michele wird hierbleiben, bei uns. Bringt ihn her, damit er entscheiden kann, zu wem er will. Was der Junge braucht, ist ein ordentliches Zuhause und eine Familie. Die kannst du ihm niemals bieten, denn du hast keine gehabt. Du halsstarrige, verbitterte alte Frau, gib mir meinen Jungen oder ich hole ihn mir. Ich bin die Mutter! Eva! Ich bitte dich. Jetzt gehst du aber wirklich zu weit. Ihr werdet euch noch wundern, wie weit ich gehen kann. Versuch es. Lieb ist, garantiert. Allein ist langweilig und blöd. Stimmt schon, aber du bist ja nicht allein. Wenn du weg bist, doch. Die Oma ist doch hier. Naja, die Oma. Die hat dich sehr, sehr lieb. Nein. Wie kommst du denn darauf? Die tut nur so, als ob sie mich lieb hat. Die macht mir Geschenke und küsst mich und fragt mich ununterbrochen, ob es mir gefällt. Aber in Wirklichkeit bin ich ihr ganz egal. So was kannst du nicht sagen. Kann ich doch, sonst würde die Oma die Mami holen. Die Mami kommt bald. Nein, die Oma will die Mami nicht hier haben. Oma ist alt und langweilig und will mich nur für sich. So ist das. Hey, das ist aber gemein. Findest du? Die Mami mögen alle, sogar wenn sie schimpft. Und die Oma mag niemand, weil alle Angst vor ihr haben. Unsinn. Gar kein Unsinn. Oder hast du etwa keine Angst vor der Oma? Da siehst du. Buongiorno, Signora. Eine Tisch oder eine Platz an die Bar? Ich suche Signore De Conti. Obedore. Signore De Conti ist um diese Zeit nie da. Sie sind verabredet? Ja. Da kommt er vielleicht noch. Ich meine, er kommt sicher noch. Ich warte an der Bar. Prego, Signora. Buongiorno, Signora. Ein Wasser. Gerne. Wie können Sie sich dafür hergeben, meiner Frau ihr Kind wegzunehmen? Guten Tag. Ich sagte Ihnen ja bereits, dass das nicht meine Absicht und auch nicht meine Aufgabe ist. Darf ich die Damen bekannt machen? Signorina Preti, Signora De Conti. Wollen Sie jemals Kinder? Das hat vermutlich noch etwas Zeit. Vielleicht verstehen Sie mich trotzdem. Meine Schwiegermutter hasst mich. Sie will Mischa, um mich zu verletzen. Wir besprechen das morgen in meinem Büro, ja? Oh nein. Ich will so schnell wie möglich hier weg. Es hält Sie niemand hier. Ich spreche morgen mit Contessa De Conti.
Nein. Jetzt. Sie verlangen etwas zu viel. Kommen Sie morgen in mein Büro. Ich bin privat hier. Guten Tag. Arrivederla. Sie sind kalt und gefühllos wie ein Stein. Die ist verrückt. Signora, bitte, beruhigen Sie sich. Oh nein, ich bin nicht verrückt. Ich liebe meinen Jungen. Ich liebe ihn. Falls ihm dieses Wort was sagt. Und wenn man einen Menschen liebt, Herr Doktor, dann tut man für ihn alles. Alles. Weil man so unwichtig ist. So überflüssig. Ohne den anderen. Mischa und ich, wir haben nichts außer uns. Das ist unendlich viel. Ich lasse uns den Rest dieses Glücks nicht nehmen. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nur eine Mutter. Signora de Conti. Lassi, sie ist doch verrückt. Sie ist eine arme, verzweifelte Frau. Nein, sie ist Hysterin. Eva! Luigi! Onkel Federico schickt mich. Er kann heute unmöglich aus dem Haus. Ich soll dir sagen, dass er für dich ein Zimmer im Principe reserviert hat. Ich sorge für mich selbst. Und wenn ich in der Fährhalle übernachte. Jetzt spinnst du wirklich. Komm, ich bring dich ins Hotel. Ich will keine Almosen. Eva. Roberto, vor 2 Jahren in der Sahara verschollen. Giovanni in Berlin beigesetzt. Carla ist von all ihren Hoffnungen nichts geblieben. Von 2 Söhnen, die sie liebte, wie du, Mischa, ist ihr nichts geblieben. Nichts, Eva. Mischa soll seinen Vater wenigstens auf dem Friedhof besuchen können. Was hast du denn da? Ach, nichts, ein Glassplitter. Du musst zu einem Arzt. Halb so wild, es geht schon. Ich bring dich zu einer Freundin in eine Pension. Grazie, bene. Numero 8, come sempre. Welches Zimmer auch immer, Maria. Egal, Hauptsache mit Bad. Für meine Schwägerin. Buonasera, signorina. Buonasera. Prego. Bellissimo, perfetto. Thank you.
Sie los, bitte. Ich erkläre Ihnen alles. Da, hinter dem Boot her. Ich nicht. Sehen ein Boot. Hinter dem Boot, das da gerade den Kanal hochgefahren ist. Bitte, fahren Sie um Himmels Willen los. Impossibile. Ich nur eine arme Gemüsehändler. Hier, nehmen Sie. Wofür? Fürs Benzin, die verlorene Zeit, was weiß ich. No. Was ist denn eigentlich los? Mein Sohn wird auf diesem Boot entführt. Kidnapping, verstehen Sie? Kidnapping? Ihr Sohn wurde von Banditen gestohlen? Gegen Banditen muss man schnell, was machen. Schnell, solche Typen gehören hinter Schloss und Riegel. Polizia! No! Warum denn nicht? Ist nicht nötig. Der Entführer ist meine Schwiegermutter. Egal, Polizia! Schwiegermutter muss weg! Tausend Dank! Ist ciao! Profe, wenn man hat Gangster als Schwiegermutter. Signora Di Conti. Povera Italia! Povera Venezia! Die Contessa lässt Ihnen sagen, es hat keinen Zweck, in der Schule vorzusprechen. Der Direktor ist von ihr informiert worden. Warten Sie, man wird ihn nicht aufmachen. Kann ich Sie irgendwo hinbringen? Die Sachlage ist ja absolut klar. Bis morgen habe ich eine einstweilige Verfügung und Sie Ihren Jungen zurück. Ich sehe da überhaupt keine Probleme. Also, Ihr Sohn ist deutscher Staatsbürger? Ja. Wohnhaft? Berlin, Hoffmannstraße 137. Ja, jetzt brauche ich nur noch Namen und Adresse Ihrer Schwiegereltern, das wär's doch. Carla und Federico. Carla und Federico? Carla und Federico De Conti, Canale Grande. De Conti? Die De Contis? Ja. Ui. Oh, Signora. Das ändert natürlich einiges. Oh, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Das ist heikel, äußerst heikel ist das. Die De Contis. Am besten, Sie kommen übermorgen noch mal vorbei. Dann sehen wir irgendwie weiter. Aber Sie sagten doch vorhin... Sicher, sicher. Es ist nur so, dass wir unsere Vorgehensweise noch einmal gründlich überdenken müssen. Bei den De Contis... Was heißt bei den De Contis? Können die sich dann alles erlauben? Natürlich nicht. Übermorgen sehen wir irgendwie weiter, nicht? So lange wird der Sohn bei den Großeltern doch wohl noch aushalten. Arrivederci, Signora. Arrivederci. Arrivederci.
verbinden Sie mich mit Signora oder Signora de Conti. Vergessen Sie nicht, Contessa. Diesmal haben wir Glück gehabt. Die Sache wäre unter Garantie anders ausgegangen, wenn sie nicht auf einen so fragwürdigen Anwalt gestoßen wäre, der sich bei Ihnen anbiedern will und deshalb seine Mandantin schlicht verraten hat. Mir wolltest du es ja nicht glauben, bitte. Jetzt hörst du es. Jedenfalls beweist die Situation ganz eindeutig, dass Ihre Schwiegertochter alles versuchen wird, um den Jungen zurückzubekommen. Begreif doch endlich, Carla. Dem Jungen kann es noch so gut bei uns gehen. Ihm fehlt die Mutter. Und mag sie sein, wie sie will, wir haben alle unsere Fehler. Aber entscheidend ist doch wohl, dass sie an dem Jungen hängt und er genauso an ihr. Das ist doch auch vollkommen normal, oder nicht? Wissen Sie, meine Frau will das ganz und gar nicht wahrhaben. Du bist als Junge nicht verwöhnt worden. Dein Vater war die strenge in Person und das war gut so. Du bist ein echter Conti geworden. Michele wurde diesbezüglich vernachlässigt. Verwöhnt, aber vernachlässigt. Unser Enkel ist auch ein De Conti. Das solltest du nicht vergessen. Und der Junge bekommt die Erziehung, die ein De Conti verdient. Das Mindeste, was wir tun können. Carla, sei vernünftig. Wenn Eva uns anzeigt, und ich glaube, sie tut es, dann haben wir sofort die Polizei im Haus, die den Jungen abholt. Das meinst du doch nicht im Ernst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei so einfach hier eindringt in den Palazzo di Conti. Das traut sich niemand in Venedig. Contessa de Conti ist in Venedig so mächtig, dass sie eine gerichtliche Entscheidung ganz nach Belieben verschleppen kann. Aber ich habe das alleinige Sorgerecht für mich. Im Recht sein und zu seinem Recht kommen ist zweierlei. Ihr Schwiegervater hat meines Erachtens einen sehr fairen Kompromiss vorgeschlagen. Und der wäre? Er versieht sie mit dem nötigen Startkapital, um sich eine neue Existenz in Berlin aufbauen zu können. Sobald sie ihre Probleme im Griff haben, und ich nehme an, dass das in einem halben Jahr zu schaffen sein müsste, kommt Michele zu Ihnen zurück. Dann können Sie sich ihm viel besser widmen als jetzt. Ein Kind spürt, wenn seine Mutter zerrissen und bedrückt ist. Wollen Sie ihm solche Belastungen nicht lieber ersparen? Doch, natürlich. Na, sehen Sie. Trotzdem, ich verkaufe mich ja nicht. Wenn Sie das so sehen, gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Außer, dass wir, nachdem jetzt die Fronten geklärt sind, einen Bissen zusammen essen können. Das möchte ich nicht. Wie lange kann meine Schwiegermutter eine Entscheidung verschleppen? Das kommt ganz drauf an. Zunächst einmal brauchen Sie einen exzellenten Anwalt, nicht so einen Winkeladvokaten wie diesen Paeser. Woher wissen Sie das? Sie sehen, wie schnell jeder Schritt, den Sie unternehmen, gewisse Leute erfahren. Mit einem guten, damit leider auch teuren Anwalt müssten Sie es in 3 bis 4 Monaten schaffen. 3, 4 Monate? Die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen langsam, aber gründlich. Und eine einstweilige Verfügung? Gegen die De Contis? Bis Sie die haben, ist Mischa ja Großvater. Nehmen Sie den Vorschlag Ihres Schwiegervaters an. Nein, nein, nein. Mischa braucht mich. Sie sind entweder ein Sozialfall oder Sie arbeiten. Und Mischa wird ein Schlüsselkind. Das sind keine rosigen Aussichten. Wir kommen durch. Und wenn ich in einer Putzkolonne arbeite? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Grazie, prego. In ein paar Jahren ist Michele Ihnen dankbar, dass er hier bleiben durfte. Und Sie haben dann wieder richtig Fuß gefasst. Seien Sie vernünftig. Kinder scheren sich einen Dreck um unsere Vernunft. Ich weiß ganz tief hier drin, dass Mischa nur bei mir glücklich ist. Und das ist wichtiger als alles andere. Reden Sie nicht eigentlich von Ihrem Glück? Wie wollen Sie das auseinanderhalten? Entschuldigen Sie, aber sind Sie verheiratet? Aber Sie waren doch schon mal Hals über Kopf verliebt. So richtig verliebt. Vielleicht. Dann wissen Sie vielleicht auch, dass der eine glücklich ist, wenn es der andere ist. Das spricht sich leicht, aber im Leben zählt auch anderes. Es zählt letztendlich nur das Herz.
Und als Nachtisch die Eisbombe mit frischen Früchten. Ja, aber denken Sie daran, die Eisbombe mit Wunderkerzen. Für Michele ist das das Wichtigste. Gerne, Contessa. Es soll für Michele ein besonders schöner Abend werden. Selbstverständlich. Vergessen Sie nicht, vor dem Servieren das Licht zu löschen. Sie, Contessa. Ich kann nicht schlafen. Mein armer kleiner Michele. Kinder brauchen aber ihren Schlaf. Sie müssen schlafen und was Schönes träumen. Ich bin kein Kind. Ich bin schon groß und kann trotzdem nicht schlafen. Und was wollen wir nun machen? Zu Hause darf ich dann immer zu meiner Mami ins Bett. Na gut, dann darfst du jetzt zu mir. Und ich werde dir was vorlesen. Ich will nicht zu dir, sondern zu Mami. Sie wird kommen. Und ich bald holen. Bestimmt. Aber gewiss doch. Gefällt's dir nicht bei uns? Ich mag euch schon, aber... Aber was? Aber die Mami hab ich lieber. Dottore Reuter wartet im Salon. Grazie, Anna. Führen Sie ihn in das Arbeitszimmer. Sie, Contessa. Und du, großer Mann. Du gehst jetzt in mein Bett. Ich komme, sobald ich kann. Na komm, Michele. Ich begleite dich. Guten Abend, Contessa. Nun, haben Sie sie zur Vernunft gebracht? Nein, habe ich nicht. Früher oder später muss sie aufgeben. Sie sind im Unrecht, Contessa. Sie irren. Ich habe das Recht der Familie und der Tradition auf meiner Seite. Ein Recht, das stärker ist als alles andere. Sie wird zur Polizei gehen. Man wird sie wegschicken. Sie wird sich ans Konsulat wenden. Baron Staufen ist mein Freund. Wenn diese Person weiter Unruhe stiftet und nicht endlich einsehen will, wo der Junge am besten aufgehoben ist, dann beantrage ich die Adoption. Meiner Meinung nach ist die Frau im Augenblick gar nicht voll zurechnungsfähig. Mit einem entsprechenden ärztlichen Gutachten... Sie verstehen, was ich meine? Ich fürchte, ich verstehe nur zu gut. Was nicht heißt, dass ich es billige. Lieber Dottore, es reicht völlig, dass Sie tun, was ich sage. Ob Sie es billigen, ist ohne Bedeutung. Sie werden hoch bezahlt. Ja? Der Dottore möchte Sie sprechen. Muss das sein? Sonst wäre ich nicht hier. Arrivederci, Signore. Sì, sì, ich gehe ja schon. Ich muss Sie warnen. Die Contessa geht bis zum Äußersten. Ich auch. Sie ist in ihrer Liebe skrupellos. Ich in meiner auch. Was hat sie vor? Das darf ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Ich bin der Anwalt der Contessa. Ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie auf den Vorschlag Ihres Schwiegervaters ein. Die Contessa kann sehr gefährlich für Sie werden, Signora de Conti. Ihr Verhalten imponiert mir und ich will Ihnen auch helfen. Aber Sie sollten etwas entgegenkommender sein. Mit etwas mehr Einfühlungsvermögen für den anderen findet sich immer ein Weg. Ach, so ist das. Verstehe. Konnte ich nur so naiv und so blöd sein? Sie wollen mir doch nur helfen, wenn ich mit Ihnen ins Bett gehe. Aber nein! Für wen halten Sie mich? Das Einzige, was Sie entschuldigt, ist Ihre Verzweiflung. Guten Tag. Buongiorno, Contessa. Buongiorno, Signore Tomasi. Hallo, Michele. Schön, dass du da bist. Und pünktlich bist du auch. Ein De Conti ist immer pünktlich. Naturalmente, Contessa. Ich würde auch niemals daran zweifeln. Ciao, Michele. Ciao. Bis heute Abend. Arrivederci, Contessa. Michele wird es bei uns bestimmt gefallen.
Komm. Du wirst dich schnell einleben. Was machst du denn, Michaela? Sei vorsichtig bei den Spitzen. Ja. Komm sofort zurück. Lass sie meinen Sohn in Ruhe. Ah. Mischa. Mischa. Mischa, mein Liebling. Mischa. Halt mich fest, Mami. Du kommst jetzt sofort mit mir. Nein. Michaela. Halt mich, Mami. Lass mich nicht los. Nein, Mischa, ich lass dich nicht los. Der Junge De Conti ist hier. Und die Mutter ist beim Direttore. Prego, Contessa. Lassen Sie uns jetzt bitte allein. Sie, Contessa. Ich warte draußen. Michele, was machst du für Sachen? Einfach so wegzurennen. Ich wollte doch bloß zu Mami. Michele, hast du dabei gar nicht an uns gedacht? Deinen Großvater und mich wolltest du allein lassen? Wolltest du denn, dass wir traurig sind? Nein. Sieh mal, mein Junge, wir haben dich lieb und sind glücklich, wenn du hier bei uns bist. Und in Berlin würdest du deine Mama zurzeit nur stören. Wirklich, jetzt bist du nur eine Last für sie. Das ist nicht wahr! Das weiß ich besser. Warum bin ich eine Last für sie? Weil sie kein Geld hat. Dann gib ihr welches! Du hast doch genug! Ja, natürlich, das wollte ich auch. Aber sie hat kein Geld genommen. Das verstehe ich nicht. Wieso nimmt sie keines? Weil sie krank ist. Deine Mutter ist sehr krank. Du willst ihr doch bestimmt helfen. Ja, klar. Dann sag ihr, dass es dir bei uns gefällt und dass du sehr gern bei uns bist. Kein Problem. Mach ich. Und damit sie beruhigt ist, sag ihr, dass du hier gerne zur Schule gehen möchtest. Das stimmt aber nicht. Ich weiß, Michele. Aber trotzdem kannst du es sagen. Einfach ihre Gesundheit zuliebe. Wenn sie sieht, dass du hier glücklich bist, wird sie vielleicht bald wieder gesund. Ist sie sehr krank? Ja, Michele, das ist sie. Also gut, ich sag es. Hier gelten die Gesetze unseres Landes. Und in diesem speziellen Fall gibt es darüber hinaus noch eine alles entscheidende Auslegung. Das kann man natürlich nur richtig sehen, wenn man hier lebt. Ich will mein Kind und darauf habe ich ein Recht. Das müssen Sie doch verstehen, Sie haben doch sicher auch Kinder. Was ich verstehen kann und was ich verstehen darf, entscheide nicht ich. Mami! Mischa. Eva, Michele möchte dir etwas Wichtiges sagen. Also hör ihm bitte gut zu. Was ist denn, Mischa? Sei nicht traurig, Mami. Ich bin gerne bei Oma und Opa. Und ich gehe auch sehr gerne in diese Schule. Und ich möchte hier bleiben. Wirklich. Ja, Mami. So, und jetzt sagt euch auf Wiedersehen. Signore Tomasi, bitte, bringen Sie Michele zum Boot. Si, Contessa. Scusi, Signora. Michele?
Und jetzt zu dir. Du benimmst dich wie eine Wahnsinnige. Du gehörst von Rechts wegen in eine Anstalt, Bekele zu entführen. Was hast du dir dabei gedacht? Meinen eigenen Sohn kann ich nicht entführen. Was hast du mit Mischa gemacht? Entführen von einem Privatgrundstück, das du widerrechtlich betreten hast. Genau so ist es. Buongiorno, Contessa. Buongiorno. Buongiorno, Dottore. Schön, dass Sie gekommen sind. Meine Gute, entscheide dich. Entweder wir schalten die Polizei ein, oder du unterschreibst uns eine Erklärung, dass du auf Michele verzichtest. Solange bis, sagen wir, solange bis du aus deiner augenblicklichen heiklen Situation wieder heraus bist. Setzen Sie in diesem Sinne etwas auf. Nein, Contessa, das werde ich nicht. Lassen Sie sich ruhig zur Polizei bringen. Sie haben nichts zu befürchten. Das Beste ist, wenn Sie gleich mit mir kommen. Moment, Dottore. Wenn Sie jetzt gehen, dann gehen Sie für immer. Ich weiß, Contessa. Guten Tag. Telefon, Direttore. Sie, Contessa. Prego. Sie, Contessa. Ja, wir kommen sofort zurück. Sie, die geben uns den Jungen heraus? Davon gehe ich aus. Jedenfalls werde ich dafür sorgen. Müsste ich ja sehr gekränkt sein. Sie haben mich für einen entsetzlichen Widerling gehalten. Das war nicht gerade nett. Es tut mir leid. Ehrlich. Du hast deine Sache großartig gemacht, mein Engel. Oma, ist die Mami sehr krank? Ja, Michele. Muss sie auch zum lieben Gott? Nein, das muss sie nicht. Was hat sie denn? Weißt du, das ist schwer zu erklären. Es ist bei ihr nicht körperlich, es ist mehr die Seele. Ihre Seele? Sie braucht viel Ruhe, sie ist traurig und unglücklich. Ich kann sie bestimmt zum Lachen bringen. Und wen auch? Du würdest ihr damit sicher nicht helfen. Womit denn? Zum Beispiel dadurch. Du hilfst ihr damit, wenn sie sich um dich keine Sorgen machen muss. Und wenn sie weiß, dass du gerne hier bei uns bist. Mir gefällt sie auch. Ein bisschen. Fein, und jetzt sorgt deine Großmutter dafür, dass Michele de Conti wieder ein glücklicher Junge wird. Weißt du, wo wir hinfahren? Wohin? Zur Reitschule. Buongiorno, Anna. Wo ist der Junge?
Michele? Der ist in der Schule, Signore Reuter. Sie lügt! No, 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 ich lüge nicht! Na, das wollen wir doch mal sehen. Signore Reuter, es ist wahr. Glauben Sie mir doch. Michele ist nicht da. Eva, Dottore. Buongiorno, Conte. Wo ist Mischa? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, in der Schule. Ihr versteckt ihn von mir. Carla versteckt ihn. Ich weiß Nein, es. Eva. Michele ist wirklich nicht hier. Ich würde es dir doch sagen. Begreifst du denn nicht? Versuch doch mal, Carla zu verstehen. Der Junge ist jetzt ihr ganzer Lebensinhalt. Sie klammert sich an ihn wie eine Ertrinkende. Zwei Söhne hat sie verloren. Und in Michele hat sie sowas wie einen Ersatz gefunden. Michele ist für sie zu ihrem eigenen Kind geworden. Aber er ist mein Sohn. Ja, doch, meine Liebe, das weiß ich doch. Sieh mal, sie will ihn dir ja auch nicht wegnehmen. Keine Sorge. Und warum erlaubst du Carla nicht, dass sie... Warum kann sie nicht wenigstens teilhaben an Michele? Sie hat ihn von Herzen lieb. Und ich sag dir ja, er ist jetzt ihr einziger Lebensinhalt. Verstehst du? Meiner aber auch! Mischa! Mischa, Liebling, wo bist du? Scusi, Conte. Kommt die Mami noch mal, bevor sie nach Berlin fährt? Ich weiß es nicht. Aber sie hat mir noch nicht auf Wiedersehen gesagt. Sie wird sich schon noch bei dir melden. Bestimmt? Sicher. Roberto! Sie! Telefon für dich, was Wichtiges. Sie, ich komme. Geh ruhig zum Telefon, wir kommen mit dem Satteln schon allein zurecht. Nicht wahr, Michele? Oh ja, fein. Grazie, Contessa. Was die Mami jetzt wohl macht? Sie sitzt wahrscheinlich irgendwo in der Sonne und trinkt Kaffee. Mischa! Es scheint, er ist wirklich nicht da. Mischa! Tüchtig, wie du das schon kannst. Wer ein Pferd nicht satteln kann, ist kein guter Reiter. Zum Satteln gibt es aber auch Stallburschen, das weißt du ja. Ich sagte, ein Reiter muss es können. Deshalb muss er es noch lange nicht machen. So ist es richtig. Du bist ein echter De Conti. Und jetzt aufsitzen, Conte Michele. Sie, Contessa. Ich weiß jetzt, wo Michele ist. Der Butler ist eben zurückgekommen und hat es mir gesagt. Er hat Carla und den Jungen von der Schule direkt zum Reitplatz gefahren. Und wo ist das? Ich weiß es. Kommen Sie. Genau wie dein Vater. Er war ein blendender Reiter. Das werde ich auch. Das wirst du nicht, das bist du schon. Ich kann auch Galopp. Einfach fantastisch, Michele. Wie ein Bild von einem venezianischen Ritter. Ich bin sehr stolz. Aber Vorsicht! Claro!
Ich will nie wieder von dir weg. Ich lass dich auch nie wieder weg. Versprochen? Versprochen. Nichts und niemand kann uns auseinanderbringen. Mami? Ich hab dich so lieb. Ich liebe dich wie nichts auf der Welt. Danke. Ich danke. Durch sie habe ich, man könnte sagen, wieder zur Wahrheit gefunden. Schon ein Wunder, dass Misha nichts passiert ist. Schön, dass es noch Wunder gibt. Könntest du mit mir leben? Ich weiß nicht. Alles braucht seine Zeit. In der Zeit liegt das Glück und auch das Unglück. Ich liebe dich. Es ist verrückt, aber ich liebe dich. Vielleicht kann ich irgendwann noch mal einen Mann lieben. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir haben Zeit. Der Junge hat wirklich sehr großes Talent. Ach, ich weiß nicht. Das kann man in dem Alter wohl noch nicht sagen. Doch, man muss es nur fördern. Systematisch. Ich mag dieses Wort nicht. Kinder brauchen kein System, sondern Liebe. Liebe ist etwas Wunderbares, aber sie ersetzt nicht Bildung und auch nicht Ausbildung. Die bekommt er schon. Und ob? Ja, dafür werde ich sorgen. Während ich dir die Welt zeige. New York, Los Angeles, Rio, Mexiko, den Amazonas, die Pyramiden. Moment mal, mir? Wem sonst? Und Misha? Na, von dem rede ich doch die ganze Zeit. Während wir beide um die Welt schwirren, tummelt sich dein kleiner Prinz auf einem erstklassigen Internat. Zum Beispiel in Salem am Bodensee. Da war ich selbst auch. Hervorragende Lehrer, stilvoll, hochkarätige Verbindung. Und wofür habe ich gekämpft? Wofür hast du gekämpft? Wofür haben wir gekämpft? Für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Du hast nichts verstanden, aber auch gar nichts! Komm, Misha. Eva. Es wird Zeit, dass du aufwachst. Ich schlafe nicht. Nein, du schläfst nicht wirklich. Aber du lebst in einem bösen Traum. In einem Traum der Bitternis. Das ist egoistisch. Und außerdem hilfst du damit niemandem. Du glaubst zu lieben und dabei zerstörst du nur. Ich weiß, in deinen Augen bin ich schwach und kraftlos. Ich habe mich daran gewöhnt und es macht mir nichts mehr aus.
Aber du weißt doch auch, Carla, dass ich an das Leben glaube. An das Gute, das uns das Leben immer wieder zu bieten hat. Warum bist du eigentlich nicht Priester geworden? Carla, wir haben beide viel durchmachen müssen in den letzten Jahren. Zwei Söhne zu verlieren war schwer genug und Michele ist nun auch wieder weg. Das Haus ist leer und das ist für mich auch schwer zu ertragen. Aber so ist nun mal das Leben. Alles verändert sich dauernd. Alles ist ständig im Fluss und was sich nicht mehr verändert, ist tot. Das Leben kommt und das Leben geht und in diesem Kommen und Gehen gibt es immer wieder etwas Wunderbares, ein kostbares Geschenk, das man nicht kaufen kann. Und das ist die Liebe. Temperament hat er. Ja, das hat er von seinem Vater. Nervt dich das nicht? Ich find's schön, dass er wieder so fröhlich ist. Fred und Tina finden das nicht so schön. Die sind schon ganz schön stinkig und angesäuert. Wegen Mischa? Ja, er macht ihnen doch ganz schön viel Wirbel. Bei mir macht es nichts aus und Jürgen auch nicht. Aber die anderen stöhnen. Hast du einen Job in Aussicht? Noch nicht. Kannst du nicht bei deinen feinen Schwiegereltern ein bisschen was abgreifen? Lieber gehe ich putzen. Naja, vielleicht bleibt dir gar nichts anderes übrig. Nicht Oma? Ja. Hast du gewusst, dass sie nach Berlin gekommen ist? Nein, aber ich will sie auch nicht sehen und nicht sprechen. Aber warum denn nicht? Sie ist doch meine Großmutter. Oma! Mischa! Oma! Oh, Oma! Michele, mein Engel. Es tut mir leid, es tut mir leid, was gewesen ist. Ich weiß, ich habe dir wehgetan. Dir und auch dem Jungen. Aber ich wollte es nicht, glaub mir das, Eva. Ich wollte nur das Beste für Michele. Kann sein. Aber du hast dir angemaßt zu wissen, was das Beste für ihn ist und hast ihn damit fast ins Unglück gestürzt. Du hast ja recht, aber kannst du denn nicht vergessen? Konntest du vergessen? Nein. Eva, ich habe nachgedacht. Ich habe inzwischen viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Und? Ich habe erkennen müssen, je älter wir werden, desto einsamer werden wir auch. Und ich bin oft schon sehr einsam gewesen. Ist schon gut. Nein, nein, ich muss dir das sagen. Hör mir bitte zu. Die Einsamkeit lässt uns für alles andere blind und taub sein. Und hart und ungerecht. Du zählst die Tage und die Stunden. Das Leben vergeht. Die Zeit verstreicht immer schneller und schneller. Und es gibt nichts, was sie aufhält. Und du klammerst dich an alles Lebendige. Du willst,
Du willst noch einmal etwas wachsen sehen. Wenigstens einmal nur noch ein unbefangenes Lachen hören. Aber das kannst du natürlich noch nicht verstehen. Kannst du mir wenigstens verzeihen? Lass ihn übermütig sein. Das ist nun mal sein Temperament. Wie sein Vater. Dein Sohn ist genauso wie meiner war. Aber er ist dein Sohn. Und ich bin froh, dass es ihn gibt. Danke. Ich danke dir. Ich habe die Belege hiermit angeheftet. Ist schon gut. Den Rest für Ihre Bemühungen. Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank, Herr Doktor. War auch nur ein Blitzbesuch, hm? Ja, ich habe nicht gefunden, was ich gesucht habe. Tut mir leid, das kommt öfter vor. Das Sprichwort, wer sucht, der findet, ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und dann findet man plötzlich was, was man gar nicht gesucht hat. Ich suche nicht mehr. Mit Gegebenheiten muss man sich abfinden. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Auf ein baldiges Wiedersehen. Misha! Stefan! Na, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe schon ganz Berlin nach euch abgesucht. Wo ist denn deine Mutter? Da! Buongiorno, Contessa. Buongiorno, Dottore. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich habe dich gesucht. Überall gesucht, in der ganzen Stadt. Mich hast du gesucht? Euch habe ich gesucht. Dich und Misha. Glaub mir. Bitte.